an. Also, wie soll man das am besten sagen? Also, wir arbeiten viel mit den Niederländern zusammen. Ja. Wofür ist dieser Raum hier noch? Das ist ein Kartenhaus. Der Kartenhaus ist eigentlich nur zur Navigation und zur Funktechnik. Ne? Das sind die ganzen Funkgeräte, die Funkanlagen, die Kommunikationseinrichtungen, alles. Grenzwelle, Behördenfunk und ja, halt die Papiersignale, ne? Diese klassische Navigation noch gemacht wird. Ist die Mannschaft eigentlich getrennt in Vollzugsleute? Nein. Und also bei uns nicht. Macht jeder hier alles? Bei uns machen alle uns auch gleichzeitig Vollzugsbeamte. Egal ob Maschinist oder nautischer Beamter, alles sind Vollzugsbeamte. Früher war das ja zur Grenzüberwachung, vor Schengen-Zeiten. Ja, das ist klar. Wir fahren ja aber auch aus dem Hoheitsgebiet raus, wir verlassen ja die 12 Seemeilen-Zone mit diesem Buch. Weil der ist ja in diesem Koordinierungs- und Küstenwache. Ja, drei Bildschirme sind hier vorne. Das ist die elektronische Seekarte. Und außen der und der ist jeweils ein eigenes Radar. Die Seekarte. Da kann man schön gucken. Kann ich eben mal den Bereich zeigen, wo wir so fahren. Dann fahren wir ein Stück hoch hier. Hier oben ist Borkum. Bis dahin brauchen wir so ungefähr 2 Stunden. Das sind 20 Meilen und sowas. Also dieser fährt auch in einer Stunde weg. Ja, man kann auch schneller fahren. Aber